heiße Oskar Lafontaine. Bin in der SPD. Ich kann den Helmut nicht mehr sehen. Bloß der Anblick tut mir weh. Ich will endlich an die Macht. Doch der Schröder steht im Weg. Auch der Scharpin schlägt gleich Krach, wenn ich an der Spitze steh. Ich will weg von der Sache, ich will Kanzler sein. Die Armee der Hinterbänkler sagt, du spinnst. Doch ich geh noch nicht auf. Ich bin klein, ich bin schlau, ich will Napoleon sein. Darum sing ich jetzt so laut, wie ich kann. Kommt mit mir ins Bundeskanzleramt. Ich würde so gern regieren. Ja, ich will ins Bundeskanzleramt. Denn rein kommt man ohne Verstand. Das ins Bundeskanzleramt. Dort muss ich draußen frieren. Meine strenge Frau zeigt mir ein Amt. Das Bundeskanzleramt. Ja. Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Hektisch, Fußball-Bundesliga geht in ihre heiße Phase. Endlich, LKW-Führerschein schon für Dreijährige. Sicher, neue Pferdebremse vorgestellt. Und live im Studio, Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Die Themen der Woche. Nach jüngsten Meinungsumfragen gilt Bundeskanzler Helmut Kohl vor allem bei Jugendlichen als rückständig und weltfremd. Der Kanzler versprach daraufhin, er werde sich in den nächsten Tagen mit Teenie-Idol John Lennon treffen. Außerdem will er sich in Zukunft mit modernem Sprechgesang an die Jugendlichen wenden. Das gibt's doch gar nicht. Das ist also... Das darf nicht mal sein. Gibt's doch gar nicht. Ja. Gibt's doch gar nicht. Ich komm zu mir nach Hause und ich denk mir, gibt's doch gar nicht. Im Kleiderschrank der Schabing, ihr Bruch, mein Fazit. Ich stelle ihn zur Rede und frag ihn, was das soll. Doch der sagt einfach nur, dein Löschen, das war toll. Schweißgebadet hat mich dann mein Wecker aus dem Schlaf. Der Albtraum hat kein Ende, Hannelore ist schon scharf. In ihrem Tigerdress kommt sie gefährlich nah. Und ich wünsch mir jetzt, der Rudolf wäre noch da. Von mir aus auf der Hinsel kann der Rudolf Schmidt. Doch ich muss wieder ran, das gibt's doch gar nicht. Also wirklich. Die Alte, die kriegt das wirklich nicht vor. Das ist wirklich nicht wahr. Warum sagt die Wale jung? Das ist ein Zimt, da hat Angst dran im Fall. Die ist auch wirklich spitz wie nach Barcelona. Aber das mit dem Schabing zu tun hat. Ich meine jetzt nur ein paar mehr an. Nach dem Wahlerfolg der Opposition in Großbritannien fordert Ministerpräsident Gerhard Schröder die SPD auf, es den Engländern gleich zu tun. Rudolf Scharping reagierte sofort und kaufte sich ein Fahrrad mit Rechtslenker. Wir haben Gerhard Schröder zu den neuesten Entwicklungen befragt. Herr Schröder, nur eine Frage. Ich glaube, Sie lieben Ihre Freundin nicht wirklich, sondern sind einfach nur notgeil. Stimmt das? Ja, das bin ich in der Tat. Ah ja. Gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Schröder. Zurück in die Wochenshow. Danke, Bastian. Am 1. Juni strahlt die ARD die 600. Folge der Lindenstraße aus. Doch ausgerechnet in der Jubiläumssendung behandelt Lindenstraßenvater Geißendörfer das Thema Selbstbefriedigung. Er lässt die züchtige Mutter Beimer zum Vibrator greifen. Zu hart für den WDR. Die Vibrator-Szenen wurden zensiert. Sag mal, weißt du, wo mein ist? Dein du meinst doch dein Nein, mein Den hatte ich immer in der Tasche, aber der ist er nicht. Du hast also keinen, sagen wir mal, Handlungsbedarf.
Nein. Nein. Oh. Der Deutsche Ärztekongress in Berlin ist zu Ende. Die Mediziner kritisierten vor allem die Gesundheitsreform, die zunehmende Umweltverschmutzung und die teuren Nachtclubs. Doch es gibt auch Positives zu berichten. So wurde eine revolutionäre Erfindung zur Vermeidung von Hörschäden vorgestellt. Lärm. Es wird immer schwieriger, ihm zu entkommen. Ob Büro oder Wohnung, Wohnung oder Büro. Überall nagen laute Geräusche an unseren Nerven. Die Folge? Stress. Doch jetzt gibt es den praktischen Silencer. Der Silencer ist ein in der Raumfahrt entwickeltes Hightech-Produkt. Er ist neu, er ist großartig, er ist leise. Sehen Sie selbst. Machen Sie dem Lärm einen Strich durch die Rechnung mit dem Silencer. Schon 1 Million Kunden sind begeistert. Hallo, der Silencer hat mein Leben total verändert. Jetzt schaue ich Fernsehen mit ganz anderen Augen. Ja, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch mit dem Silencer, aber dann hat mir eine Freundin gesagt, wie das funktioniert und jetzt ist herrlich ruhig hier. Ich liebe das. Ja, verändern Sie Ihr Leben mit dem Silencer. Zögern Sie nicht, rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr persönliches Silencer-Set. Den Silencer gibt es in 3 verschiedenen Größen. Mini für Ihren Wecker, Medium für Ihre Mikrowelle und King Size für Ihren Wagen. Schluss mit dem Lärm. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie diesen praktischen Haustier-Silencer gratis dazu. Einfach so. Lassen Sie den Silencer auch Ihr Leben verändern. Bestellen Sie jetzt für nur 490 Mal. Am 1. Juli, meine Damen und Herren, fällt die britische Kronkolonie Hongkong an China zurück. China hatte seinen Einfluss in Hongkong verloren, weil man beim Bau der chinesischen Mauer eine Tür vergessen hatte. Wir schalten jetzt live zu unserem Top-Reporter Horst Lemminger nach Hongkong. Hallo Horst, was gibt's Neues? Hallo Ingolf, ich bin hier im wunderschönen Hongkong, das am 1. Juli seinen Besitzer wechseln wird. Seinen Besitzer? Nun gut, also was wird sich denn nun verändern? Nun, als erstes wird natürlich der Name geändert. Wie du vielleicht weißt, ist Hongkong Mandarin und bedeutet so viel wie duftender Hafen. Das nur so am Rande erwähnt. Wie ich aus sicherer Quelle weiß, wird der neue Name Akropolis sein. Hongkong heißt demnächst Akropolis? Jawohl, Akropolis. Denn der neue Besitzer ist nämlich ein Grieche. Grieche? Akropolis, Horst, ich weiß nicht, sprechen wir beide über dasselbe. Du bist doch in Hongkong, der britischen Kronkolonie, die demnächst an China zurückgegeben wird. Hongkong, schön. Ach so, ja. Ja, klar, ich bin in Hongkong am duftenden Hafen. Na? Und wie ist die Stimmung da? Nun, die Stimmung, die ist wunderbar. Man geht so seine Wege, ein Schälchen Reis hier, ein Schälchen Reis dort. Also ein bisschen konkreter bitte, ja? Frag doch mal den netten Herrn da. Du kannst doch Chinesisch, oder? Klar doch, Ingolf. Deshalb bin ich ja auch hier. Verstanden. Nun, er hat gesagt, man geht so seine Wege, ein Schälchen Reis hier, ein Schälchen Reis dort. Das habe ich aber nicht gesagt. Das haben Sie wohl gesagt. Und Sie haben gefragt, ob mein Ingolf Glück eine Frühlingsrolle will. Nummer 49. Vielen Dank, Horst Lemminger. So viel von unserem Ex-Reporter Horst Lemminger, der bei uns demnächst die Papierkörbe leeren will. Und nun die Nachrichten mit meiner Lotusblüte, Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Bundeskanzler Helmut Kohl war der Ehrengast beim diesjährigen Welttag der Massenmedien. Von der Wochenshow erhielt der Kanzler aus diesem Anlass eine ganz besondere Auszeichnung. Was ist das denn, Helmut? Wochenshow, das ist eine Verarschung, stick mir. Steht dir ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Rom, Papst Johannes Paul II. Hielt am Montag seinen traditionellen Pfingstgottesdienst. Beim Abendmahl gab er sich diesmal jedoch nicht mit Wasser und Brot zufrieden. Ah, buonasera, heiliger Padre. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne erst eine große Minestrone und danach die polnische Flugente mit Pizzabrötchen und Kräuterbutter. Eine sehr gute Wahl. Und 1 Liter Lambrusco. Sehr gut, natürlich.
London. Lady Diana ist darüber entsetzt, dass Prinz Charles die gemeinsamen Söhne mit auf die Jagd nimmt. Am Rande eines Pflegeheimbesuches betonte sie, man müsse die Natur schützen. Hello, Di. I love you. Thank you. Thank you very much. Düsseldorf. In einer Woche ist Weltnichtrauchertag. Für alle Veranstaltungen und Aktionen in Deutschland hat Ministerpräsident Johannes Rau die Schirmherrschaft übernommen. Nach einem Bericht des ADAC fahren immer mehr Deutsche mit dem Auto in Urlaub. Der Automobilclub empfiehlt den Reisenden, sich vor Fahrtbeginn neue Straßenkarten zuzulegen. So, mal hätten wir an der Klagemauer nicht links gewusst. Quatsch, in meinem 78er Shell-Atlas, das steht rechts. Aha. Weißt du was? Ich steige aus und komme nach. Das ist ja viel zu gut, glaube ich. Was war denn das so hell gerade? Und die Scheiße, nicht viel weg, du. Das war der Nachrichtenüberblick zurück zu. Danke. Danke. Inline-Skating, meine Damen und Herren, ist der Trendsport des Jahres. An einem heißen Tag mit den Skates zum Biergarten rollen. Und der Skater hat alles, was er braucht. Ein kühles Bier, frische Luft und Schweißfüße. Für alle, die noch auf der Suche nach der richtigen Ausrüstung sind, haben wir das neueste Modell getestet. Heute im Test die neuen Inline-Skates Black Dragon FX17. Das neue Modell begeistert vor allem mit gewagtem Design. Wir haben die schwarzen Drachen für Sie getestet. Im Stadtverkehr gleitet der Fahrer auf dem FX17 wie auf einer Sänfte dahin. Bei kleineren Unebenheiten macht sich aber die harte Federung bemerkbar. Das führt zu deutlichen Abstrichen beim Fahrkomfort. Die Black Dragons sind echte Stadtflitzer. In puncto Zuladung stechen sie jeden Konkurrenten aus. Nicht 10, nicht 20, ganze 50 Liter steckte unser Testmodell locker weg. Unser Testfahrer leider nicht. Ungewohnt ist die straffe Abstimmung des Fahrwerks. Deshalb fällt der Wendekreis zu Beginn recht groß aus. Mit etwas Übung kann der Fahrer jedoch schon bald immer engere Kreise ziehen. Die Black Dragons sind die ersten Inline-Skates mit ABS. Das ermöglicht gleichzeitig zu bremsen und auszuweichen. Doch aufgepasst, allzu schnell wiegt sich der Fahrer in Sicherheit und wird unachtsam. Nur noch die wichtigsten Testdaten. Beschleunigung von 0 auf 100 in der Stadt selten, im Krankenwagen 11 Sekunden. Verbrauch in der Stadt kaum, im Krankenwagen 3 Liter. Unser Fazit, die neuen Black Dragon FX17. Richtige Skates für richtige Männer. Willkommen zum Sport. Heute mit unserem Sportreporter Marco Riemer. Hallo Marco. Hallo Ingo. Zum Fußball. Hallöchen auch an die Zuschauer. Okay, danke Marco. Alle reden von der Meisterschaft und vom UEFA-Cup-Final. Aber man darf natürlich nicht die WM-Qualifikation vergessen, Marco. Auf keinen Fall. Ja gut. Berti Vogts hat sich diesmal endlich mit Spielmacher Matthias Sammer ausgesprochen. Und seitdem sind die beiden einfach unzertrennlich. So ist es. So, das müsste halten. Lass los, Link. Ja, meine Damen und Herren, eines ist in der Bundesliga ja leider schon sicher. Der SC Freiburg steigt ab und muss in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen. Aber, Marco, keine Sorge. Im nächsten Jahr steigt der Fink wieder auf. Ja, auf jeden Fall. Und Trainer Volker Finke nimmt die Spieler nämlich neuerdings etwas härter an. Der deutsche Fußball hat sich ja in den letzten Monaten radikal verändert. Das Bosman-Urteil, rote Bälle, grüne Schiedsrichter. Aber auch bei den Fans hat sich, denke ich, einiges getan. Die Zeiten wild um sich prügelnder Hooligans scheinen vorbei zu sein. Marco, wie sieht's denn heute aus in den Fußballstadien? Gut, dass du das ansprichst, Ingolf. Es sind die Gesänge der Fans, die sich verändert haben. Die Fangesänge, ne? Sind nicht mehr so aggressiv, die oder? Die sind nicht mehr so aggressiv. Zum Beispiel, wenn du an die Sachen denkst wie ihr könnt nach Hause fahren oder zieht den Bayern die Lederhosen aus. Na gut. Oder
Gut, also wir wissen ungefähr, was gemeint ist, lieber Marco. Was hat sich denn da jetzt nun getan, neuerdings? Nun, Ingolf, die Fans sind sensibler geworden. Dann wird beim Eishockey jetzt ja sicherlich bald der Chancengeflug eingeführt. Auf jeden Fall. Vielen Dank jedenfalls, Marco Riemer. Dankeschön. Ich danke dir. Keine Ursache. Toller Bericht. Ganz klasse. Ja. Du kannst jetzt gehen. Denn jetzt kommt er. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Für unsere letzte Sendung vor der Sommerpause hat er eine ganz besondere Überraschung parat. Spartacus wird heute erstmals einen Stunt live bei uns im Studio vorführen. Ich gebe ab an Anke Engelke und Spartacus. Spartacus? 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 Spartacus, ich dachte, Sie kommen durch die Tür. Dachte ich auch. Fucci hat mir den Weg erklärt. Spartacus, oh Spartacus, Sie toller Hecht. Wie schön, dass Sie hier sind. Hallo Anke, Sie süßer Kapitän. Wie schön, dass ich hier bin. Spartacus, ich freue mich, dass ich Sie endlich mal persönlich kennenlerne. Ich auch. Sie sind gar nicht so hässlich, wie Anke immer sagt. Spartacus, was für einen Stunt zeigen Sie uns denn heute? Den größten überhaupt. Aber vorher habe ich noch ein Geschenk für Sie, weil wir uns jetzt so lange nicht mehr sehen. Ein Geschenk? Ja, ich schenke Ihnen Fucci. Denn Fucci ist nicht nur mein Freund und Trainer, sondern auch Japans bedeutendster Liebhaber. Fucci? Hallo, Inka! Anke, Fucci? Fucci! Tja, damit muss man als Stuntman rechnen. Spartacus, nun sagen Sie uns doch endlich, welchen Stunt Sie uns heute zeigen werden. Ich sagte es schon, den größten Stunt aller Zeiten. Ich werde mich unsichtbar machen. Unsichtbar, Spartacus, das ist ja unglaublich. Wie wollen Sie das denn machen? Das ist ein Geheimnis. Und deshalb müsst ihr euch jetzt die Augen zuhalten. Aha. Und die Zuschauer zu Hause ebenfalls, denn dieser Trick muss absolut geheim bleiben, damit ihn die Kinder nachmachen. Er ist sehr gefährlich. Also jetzt Augen zu. Zu. Okay. Ach, oh, Spartacus. Ja. Wie er das immer macht. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Schade, Abenteuerpark in Chemnitz überfordert die Gäste. 30 Jahre Phantasialand, jetzt mit neuem Rinderkarussell. Und endlich, die Freibadsaison ist eröffnet. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen eine neue Ausgabe unseres Sensationsmagazins Passiert, die Sendung, die noch mehr Skandale aufdeckt als herkömmliche Magazine. Diesmal berichtet das Passiert-Team über die Machenschaften der Talkshow-Mafia. Willkommen bei Passiert. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Am helllichten Tag auf Deutschlands Straßen. Brutale Greiferkommandos entführen wahllos Passanten. Die Auftraggeber, Fernsehshows. Die wahre Zuschauer. Beata Zawadzki aus Hürth-Karlscheuren bei Köln. Für sie ging vor wenigen Tagen ein Albtraum zu Ende. Sie war gut zwei Monate in der Gewalt von Hans Meiser. Frau Zawadzki, Sie wurden gegen Ihren Willen festgehalten und zum Klatschen gezwungen. Ist das richtig? Ja,
Ich war auf dem Weg zum Fitnesscenter und da hielt neben mir so ein Bus. Und dann haben die mich gekidnappt und zu Hans Meiser gefahren, zu der Sendung. Und da musste ich klatschen bei 67 Folgen. Die Flut neuer Fernsehshows ist der Grund für die Entführungswelle. Immer mehr Sendungen brauchen immer mehr Publikum. Ein sogenannter Greifer packt aus. Aus Angst um sein Leben bittet er uns, seine Identität geheim zu halten. Wie viele Zuschauer fangen Sie pro Tag? Wenn es gut läuft, so um die 70, 80. Was bringt Ihnen das finanziell? So zwischen 400 und 1000 Mark pro Stück. Blondinen bevorzugt. Da spart man die Drogen. Die klatschen auch so. Harald Schmidt, das sind wirklich ungeheure Vorwürfe. Können Sie da vor laufenden Kameras vielleicht einmal Stellung nehmen? Entschuldigung, das ist doch wirklich Quatsch. Kein Mensch entführt hier irgendwelche Zuschauer. Die Leute schlagen sich förmlich um die Kamera. Wir glauben Harald Schmidt kein Wort. Und tatsächlich, unter Schmidts Publikum finden wir auf Anhieb 5 Zuschauer, die als vermisst gemeldet wurden. Ja, das hier sind nur 5 von 3000 Fällen in einer Woche. Ja, die halbe Stadt ist leer. Okay, natürlich, wir haben natürlich auch viel, viel weniger Verbrechen in dieser Zeit. Ja, obwohl die Hälfte unserer Leute, also fast die Hälfte unserer Leute ist ja auch schon verschwunden. Naja, was heißt verschwunden? Also die meisten sind, glaube ich, doch wohl in Urlaub. Also Mallorca oder so. Ich meine, in Lanzarote soll es ja auch verschwunden. Da macht keinen Sinn. Da ist das Auto gebracht. Die meisten Opfer sind nach 4 bis 8 Wochen ausgeklatscht, wie man in der Branche sagt. Noch unter Schock werden sie in fremder Umgebung ausgesetzt. Dort irren sie meist hilflos umher und beklatschen Alltagssituationen. Nach intensiver psychologischer Betreuung kann Beata Zawadzki nun wieder ein normales Leben führen. Und doch bleibt ein Trauma für immer zurück. Fernsehen. Eine Geschichte, die wohl jedem von uns hätte passieren können. Nächste Woche in Passiert. Lebensgefährlich. Kassenband surfen bei IKEA. Das war die letzte Wochenshow von unserer großen Sommerpause. Wir sehen uns wieder im September. Und damit Ihnen bis dahin nicht langweilig wird, zeigen wir Ihnen wöchentlich noch einmal unsere besten Sendungen. Also, schalten Sie ein. Jetzt zeigen wir Ihnen noch das neueste Musikvideo von Norbert Blüm, alias Blümchen. Also, Kohl, 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 nur für Kohl habe ich mich gequält. Um ins Amt zu kommen, habe ich mich sehr gut benommen. Die Füße ihm geküsst und geschlagen, wie ich kann. Und jetzt tritt er wieder an und ich bin immer noch nicht dran. Aber warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Ei, warum? Nur für ein Stück von dem Kanzlerglück? Ei, warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Ei, warum? Ich komm nie mehr zurück, nie zurück. Ei, warum?